Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Imperator Rom. Wir sind wieder hier und das liegt daran, dass Cicero am Start ist, also der neue Patch, der eine ganze Menge an grundlegenden Änderungen ins Gameplay bringt. Es gibt viel zu erklären. Ich habe hier eigentlich vor, mit euch hier ein Let's Play zu machen, und zwar mit Sparta. Habe einfach mal Bock auf Sparta, habe Sparta tatsächlich noch nie gespielt, außer dass ich es gerade eben noch mal ein bisschen geplaytestet habe, um zu gucken, was eigentlich diese ganzen Sachen, die ich jetzt euch gleich erklären will, eigentlich machen. So, damit ich auch jetzt sozusagen nicht immer nachgucken muss, sondern es schon weiß. Wir fangen einfach mal direkt an, denn es gibt einiges zu erledigen. Wir spielen auf normal, ohne Ironman-Modus, einfach deswegen, weil es so, sage ich jetzt mal, für uns leichter ist. Wir wollen das Ganze erstmal kennenlernen, ne? Denn es ist viel neu und ändert sehr viel. So, das ist die Geschichte, die kennen wir. Alexander der Große ist gestorben, Machtvakuum in Griechenland, bla bla bla. So, wir gucken uns als allererstes mal an, was wir als allererstes hier sehen, was neu ist. Wir haben hier oben nicht mehr diese alten Machtpunkte. Es gibt jetzt hier den sogenannten Politik-Einfluss oder politischen Einfluss, wie ich ihn nennen werde. Dieser politische Einfluss hängt hier, wie ihr sehen könnt, von verschiedenen Ministerien ab. Die bringen hier verschiedene Werte, 0,18, 0,22, einmal 0,2. Da gucken wir mal kurz mal drauf auf die Regierung. Also die Ämter zeigen wir, um das Ganze hier nachvollziehen zu können. Wir sehen hier nämlich, dass der Epiproxenos, also der Kollege hier, der bringt hier 0,18 mit. Ich habe errechnet, herausgefunden, ich habe also ganz, ganz viel herumprobiert. Das hängt einzig und allein von diesem Wert ab, von der Loyalität. Die Loyalität ist der entscheidende Faktor dafür, wie viel hier im Grunde an politischem Einfluss von jedem einzelnen Minister produziert wird. Wir haben ja 8 verschiedene. Jeder einzelne kann maximal 0,25 bringen, wenn ihr eine Loyalität von 100% habt. Das habe ich dadurch herausgefunden, weil ich einfach einmal auf 100% gebracht habe und habe ich gesehen, mehr als 0,25 ist nicht. Dieser Wert ist völlig unabhängig von seinen Werten. Also völlig egal, was der für Martial, Eifer, Redekunst, was auch oder sonst irgendwie hat. Diese 4 Attribute sind völlig irrelevant dafür. Es ist einzig und allein die Loyalität, die wichtig ist, wie sehr sich ein solcher Minister einbringt in euren Staat. Also wie sehr er quasi in eurem Sinne quasi seinen politischen Einfluss geltend macht. Und das sammelt ihr mit der Zeit an. Für jeden einzelnen dieser Minister maximal also pro Monat 2,00. Und dieser Wert ist jetzt ab sofort maßgeblich für politische Aktionen, wie zum Beispiel Ansprüche fingieren und auch noch ein paar andere Sachen, zu denen wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber nur damit ihr schon mal wisst, wie das Ganze hier berechnet wird, ist einfach quasi die Loyalität als Prozentwert mal 0,25 und dann wisst ihr, was am Ende dabei rauskommt. Könnt ihr ganz, ganz einfach ausrechnen. So, das heißt, dass allerdings jetzt hier die Werte für unseren Anführer oder egal was es halt einfach ist, für unsere Regierungschefs nicht mehr ganz so wichtig sind. Sie sind aber trotzdem noch wichtig, denn die Werte Martial, wie ihr seht, fließen hier 1:1 als Prozentwerte, also 10 wird zu 10% hier, in die Rekrutenreserve, denn die nationale ein, und in die Armee-Moralerholung. Zumindest bei dieser Art von Regierungsform. Ich halte es durchaus für möglich, dass andere Regierungsformen da ein bisschen anders funktionieren. Hab mir noch keine andere angeguckt. Falls also bei euch was anderes dran steht, könnte es einfach daran liegen, dass es vielleicht an einer anderen Regierungsform liegt. Paradox hat ein bisschen was angedeutet, dass das sein kann, aber ich habe jetzt hier nicht die Zeit, hier 100 verschiedene oder noch mehr Nationen zu playtesten. Ne? Ich sage jetzt einfach mal, zumindest jetzt hier für diese Art von Monarchie, die ich hier zeige, gilt das, funktioniert das. Wir haben hier die Finesse als Faktor für die Senkung der Baukosten und den Handelswert, um den wiederum zu erhöhen. Ihr seht hier, da wird die Finesse im Grunde mal 2 genommen und dann ebenfalls als Prozentwert eingerechnet. Das Charisma sorgt dafür, dass wir schneller Ansprüche fingieren können, und es sorgt dafür, dass sich Tyrannei schneller abbaut. Ihr seht hier auch in welchem Faktor, das ist also auch immer hier die 6, 1,2 geteilt durch 6, ne? Also im Grunde wird sozusagen die 6 mal 2 geteilt durch 100 genommen, und bei der Tyrannei ist es im Grunde ein Hundertstel sozusagen der 6, was wiederum die monatliche Tyrannei senkt. Der Eifer sorgt dafür, dass die Kriegsmüdigkeit im selben Faktor geteilt durch 100, also 5 geteilt durch 100 hier gesenkt wird und die Stabilität im Monat erhöht wird. Was sehr, sehr cool ist, denn Stabilität wollen wir haben. Wir können das Ganze hier ausgleichen, indem wir heiraten. Das machen wir allerdings erst, wenn ich hier mit den Erklärungen durch bin. Also ich mache es erstmal momentan noch nichts. Das Ganze wird auch hier ein kleines Let's Play. Aber warten wir erstmal ab, bis ich alles erklärt habe. Die Sachen kennen wir schon. Kriegsrat einberufen, Treueschwüre fordern von den großen Herrscherfamilien, dass die im Grunde eher den Primärerben unterstützen, dass wir Spiele abhalten können, dass unsere Beliebtheit sich erhöht,
Und die Kultur fördern, was wiederum dafür sorgt, dass wir mehr primär Kulturzufriedenheit haben, verbesserte Zivilisationsänderungen, die auch wiederum in ganz, ganz viele andere Sachen einfließen wird, wie wir später noch so nebenbei bemerken werden. Es gibt veränderte Gesetze. Je nachdem soll es angeblich sogar so sein, dass die Gesetzessituation jetzt auch besser an die Kulturen und teilweise sogar an die einzelnen Nationen besser angelehnt sind. Wie genau und wie tiefgreifend das ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch, dass es angeblich so sein soll, dass es jetzt einzigartige Events geben soll, die teilweise auf einzelne Kulturen und teilweise sogar auf einzelne Nationen zugeschnitten sein sollen. Aber auch da weiß ich nicht, wie genau das jetzt und wie tiefgreifend das ist. Denn, wie gesagt, ich kann nicht 100 oder noch mehr verschiedene Nationen playtesten. Das sprengt einfach mein Zeitpensum. So, dann können wir jetzt hier oben noch was Zweites ausmachen, die sogenannte Militärerfahrung. Die Militärerfahrung ist im Grunde die zweite Ressource, die wir ansammeln können. Die resultiert aus einem Basiswert von 0,3 und der wird wiederum noch ergänzt durch die durchschnittliche Kohortenerfahrung. Also wenn unsere Soldaten quasi eine gute Erfahrungsstufe haben, also viel gekämpft haben und dadurch viel Erfahrung gesammelt haben, können wir dadurch auch noch irgendwas dazu bekommen, wie sehr wir uns auf Söldner verlassen können. Und die Kriegsmüdigkeit spielt dann natürlich auch noch eine Rolle. Ich nehme mal an, dass die Kriegsmüdigkeit eher eine negative Rolle spielen wird. Aber das werden wir vielleicht noch zusammen rausfinden. So, das hier wiederum ist dann wiederum die Währung, die wir ausgeben können hier im Bereich Militär-Traditionen. Das kennen wir bereits, die verschiedenen Traditionen sollen auch angeblich ein bisschen überarbeitet worden sein und auch ein bisschen besser an die einzelnen Kulturen und Nationen angepasst worden sein. Ansonsten gibt es hier keine großartigen Änderungen, das kennen wir jetzt hier schon mit den Kohorten und Schiffen, mit ihren verschiedenen Boni, Mali und was weiß ich was. Sei es drum. Ihr seht auf jeden Fall hier, das kostet uns erstmal 100 von diesen Militär-Traditionen. Ob es danach noch teurer wird, ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, ja, wir werden es gemeinsam rausfinden, wenn ihr wollt. So, nach wie vor haben wir natürlich immer noch den nationalen Überblick. Wir haben hier nach wie vor ein Erbe, in unserem Fall das Spartanische. Wir haben hier die einen Bonus, der aus unseren nationalen Ideen heraus resultiert, der bei uns natürlich auch sehr, sehr auf Militär ausgerichtet ist. Also, dass wir mehr freie Männer haben, dass wir mehr freie Männer produzieren. Also sozusagen eher freie Männer produzieren als irgendeine andere Art von Pop. Und natürlich auch, dass unsere Loyalität generell im Allgemeinen einfach ständig steigt, wenn wir hier die korrekten Sachen einstellen. Das machen wir jetzt am besten, oder nee, machen wir nicht, machen wir in der nächsten Folge oder wenn ich hier fertig bin. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, eine weitere Änderung, die wichtig ist. Technologie. Technologie wird nach wie vor gleich geforscht, wie es auch bisher war. Sie wird jetzt bloß anders gekauft und zwar schlicht und ergreifend mit Geld. Ihr gebt ab jetzt hier einfach wirklich bare Münze aus, um eine erforschte Technologie einfach dann in die Tat umzusetzen. Wenn ihr hier draufklickt, also wenn ihr eine davon kauft, dann kostet euch das immer genau 10,2. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Modifikatoren gibt, aber es wird nicht teurer, wenn ihr hier mehrere kauft. In dem Fall führe ich halt doch mal was vor. Ich kaufe hier einfach mal, wie ihr seht, hier das hier. Ne? Mehr Steuer. Trotzdem ist es nicht teurer geworden. Falls es irgendwelche Modifikatoren gibt, werden wir das gemeinsam herausfinden. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal in die Religion hineingucken. Wir haben jetzt hier auch besser angepasste Omen. Und was besonders wichtig ist, Omen kosten nichts mehr. Man kann die einfach anmachen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach hier dieses Omen des Hades anmachen, um mehr Geld zu machen. Hat mich nichts gekostet, kostet mich auch generell nichts. Ich kann es einfach machen, ist einfach nur ein geiler Buff, den ich dann hier meiner Nation hier geben kann. Was wiederum was kostet, und zwar, ja, politische Einflusspunkte. Das ist das Opfer an die Götter, um wiederum unsere Stabilität zu verbessern. Das kennen wir schon. Mache ich jetzt gerade eben nicht, will ich gerade eben nicht machen, ich will meine Punkte für was anderes einsetzen, aber dafür ist eine der Möglichkeiten, wie ich zum Beispiel unseren politischen Einfluss einsetzen kann. Oder auch ganz, ganz klassisch, wenn wir jetzt hier zum Beispiel hier einen Anspruch fingieren wollen, wie ihr seht, dann kostet mich das ebenfalls 20 davon. Ob das noch irgendwelche andere Sachen sind, wie ihr seht, eigentlich sehe ich da nichts. Ah, doch hier, Beziehungen verbessern kostet auch ein bisschen was. Das kostet also alles unterschiedliche Sachen. Hier kann ich auch noch irgendwie das machen, also ich kann noch irgendwie Rebellen unterstützen. Was das jetzt allerdings hier genau ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist das hier, das ist aggressive Expansion. Okay, das baut aggressive Expansion, aber egal. Also ihr seht auf jeden Fall, dass jetzt hier dieser politische Einfluss jetzt hier einfach quasi wirklich
ja, als politisches Werkzeug verwendet wird, sowohl in die Religion hinein, hey, liebe Priester, mach doch mal irgendwie etwas, das die Stabilität erhöht, so nach dem Motto, zeig den Leuten, dass ich ein toller Herrscher bin, oder auch bei einer anderen Nation, hey, euer Land ist eigentlich mein Land. So funktioniert das Ganze jetzt. Innenpolitisch kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass da sich irgendetwas tut. Ich weiß allerdings momentan nicht, ob da irgendwo was geht, denn, ja gut, hier, ich kann die jetzt hier davon immer noch überzeugen, von irgendwelchen Intrigen abzulassen, das kostet mich auch. Aber zumindest bis vor neulich, sage ich jetzt mal, hatte ich nie einen Grund gesehen, warum ich mich darum kümmern sollte. Vielleicht ändert sich das ja jetzt, vielleicht wird das jetzt endlich mal wichtiger. Wir werden es sehen. Vor allem, wenn es eventuell um wichtige, loyale Charaktere geht, die man vielleicht nicht weggemeuchelt sehen will, kann durchaus sinnvoll sein, dass man dann eventuell dann doch mal eingreift und politischen Einfluss geltend macht und sagt, hey, hör auf, Mordpläne gegen den zu schmieden, finde ich doof. So, was auch wichtig zu wissen ist, wir haben jetzt hier die sogenannte Machtbasis, die ist jetzt sehr, sehr gut dargestellt. Ich weiß nicht, ob das vorher schon mal der Fall war, ich erwähne es jetzt einfach bloß an der Stelle, weil es mir persönlich jetzt hier richtig aufgefallen ist. Wir haben jetzt hier die Machtbasis, zwei verschiedene Werte, die schwarze Zahl 38, eine rote Zahl, die ist bei 1, das liegt einfach daran, die Machtbasis aller der Nation oder dem Herrscher treuen Leute zusammenaddiert. Also ihr seht da oben, unser Herrscher Arius, der erste Agiat, hat eine Machtbasis von 25, logischerweise, er hat viel Macht, erster Herrscher. Und darunter sind die ganzen anderen mächtigen, ja, Familienoberhäupte, Generäle, Admiräle und was weiß ich was aufgesammelt, die alle quasi auch einen Faktor mit hineinbringen. Und je nachdem, ob die mir gegenüber loyal sind oder nicht, also das sehen wir jetzt hier zum Beispiel, einfach eine Loyalität von mehr als 33% haben, dann fließt das hier für mich positiv in die 38 ein. Wenn die Loyalität unter 33 ist, läuft das hier negativ hier hinein und sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs steigt. Wenn es 25% oder mehr der Leute hier, also dieser Machtbasispunkte, rot sind, dann hätte ich Gefahr, hier einen Bürgerkrieg zu erwarten. Also in dem Fall wäre das hier eine Machtbasis von 10 oder etwas weniger als 10, aber so um die 10 rum oder mehr. Dann würde ich hier eine Bürgerkriegswarnung bekommen, weil einfach genügend Leute mit genügend Macht der Meinung sind, der muss weg, ich wäre lieber König oder so in der Art. So, das heißt also, müssen wir darauf achten, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute loyal werden. Dann können wir eventuell ihm ein Besitztum gewähren, das sorgt dafür wiederum, dass er loyaler wird, ihm freie Hand lassen. Das sorgt auch dafür, dass seine Loyalität sich langsam aber sicher aufbaut, aber er wird auch wiederum korrupter, was wiederum neue Möglichkeiten mitbringt. Aber da gehen wir nicht ins Detail, das wäre jetzt momentan zu viel. Wir haben nämlich noch sehr, sehr viel zu besprechen. Was sich nicht geändert hat, ist die Wirtschaft, das ist mehr oder weniger gleich geblieben, und Diplomatie und das alles andere hat sich auch nicht wirklich großartig verändert. Was sich allerdings massiv geändert hat, und dafür müssen wir jetzt hier reingehen, das sind die Provinzen. Es gibt jetzt im Grunde drei verschiedene Arten von Provinzen. Es gibt sogenannte Siedlungen, es gibt Städte und es gibt Metropolen. Metropolen habe ich noch keine einzige gefunden, gibt vielleicht am Anfang des Spiels noch keine, muss man vielleicht erst bauen. Wichtig zu wissen ist, dass Siedlungen die kleinste der möglichen ist, Städte sind sozusagen die mittlere und die Metropolen sind die größten. Also das heißt, wir können Siedlungen zu Städte upgraden, Städte zu Metropolen, und wir können das Ganze natürlich auch downgraden. Das Ganze machen wir über das Baumenü. Und beim Baumenü springen uns jetzt hier eine ganze Menge Sachen an. Hier bei der Stadt haben wir ganz, ganz viele wichtige verschiedene Gebäudearten, die unglaublich viele Boni mit sich bringen. Hier zum Beispiel Trainingslager, haben wir auch schon hier welche gebaut. Wir sehen auch quasi, wie viele Gebäude wir hier schon bauen können und schon gebaut haben. Und wie das sich genau zusammensetzt, wie viele Gebäude wir überhaupt bauen können. Es sind also in dem Fall hier 9 maximal. Und das hängt wiederum davon ab, dass, also wie ihr seht hier, von der Anzahl der Bewohner und so weiter und so fort, und auch von anderen Dingen, zum Beispiel auch wenn wir hier Infrastruktur ausbilden, können wir auch noch mehr Gebäude bauen. Also ganz, ganz viele Faktoren beeinflussen das. Lest euch am besten selber durch, wie genau. Dieses Trainingslager sorgen, wie wir es kennen, dafür, dass wir mehr Rekrutenreserve haben. Wir haben wiederum die Festungsstufe, kennen wir ebenfalls. Wir haben jetzt neu hier die sogenannte Gießerei, die sorgt dafür, dass sowohl Rekruten als auch Schiffe schneller ausgebildet werden und dass unsere Truppen eine erhöhte Anfangserfahrung haben. Wir können mehr Handelswert produzieren, also von Sachen, die wir halt im Grunde einfach handeln. Wenn wir auf Handel setzen, macht das durchaus Sinn. Wir können ein Steueramt einführen, wenn wir eher auf Steuereinnahmen setzen wollen, dann macht das wiederum sehr viel Sinn. Und wiederum muss man dazu sagen, ne, Steuern werden halt produziert durch, können wir gerade mal gucken, durch Sklaven, aber auch
durch Stammesmitglieder, aber wir haben keine Stammesmitglieder, deswegen fließen die hier nicht ein. Das ist auch neu, das ist ganz toll, das ist richtig transparent. Wir können jetzt hier richtig sehen, was jetzt hier welchen Faktor hier quasi einfließen lässt. Wenn ich jetzt mal zu einem anderen Ländchen hier gehe, komm, lass mal das hier angucken. Die haben tatsächlich beides. Dann sehen wir jetzt hier, dass hier Sklaven zu diesen 0,39 beitragen, Stammesmitglieder 0,02 und dann kommen ja diese ganzen verschiedenen anderen Faktoren hinzu, die das Ganze prozentual noch verbessern. Und dann dadurch resultiert das Ganze jetzt hier bei diesen 0,59 bei diesem Nachbarino. Und bei uns ist es dann halt einfach hier diese 1,12, die auf Sklaven basiert, auf unserem Minister, dem Archigrammateus, der Vermögensteuer, dem Segen des Hades und so weiter und so fort. Das wirkt sich natürlich auch auf die anderen Gebiete aus, aber da haben wir natürlich weniger Sklaven, deswegen haut es auch weniger rein. Weiter hier bei den Gebäuden. Wir haben dann jetzt hier die Möglichkeit, jetzt mehr Loyalität durch einen Gerichtshof zu produzieren. Das heißt also, dass ein Gebiet eher weniger sich von uns lossagen will, senkt quasi die Bürgerkriegschance. Wir können mehr Forschung aufbauen und durch eine Akademie und wir können die Aufstufungsgeschwindigkeit einer Bevölkerungsart hier positiv beeinflussen. Also wir können dafür sorgen, dass Sklaven eher freie Männer werden oder dass freie Männer eher Bürger werden. Und damit habe ich schon das nächste gespoilert, das ist im Bereich der Bewohner, dazu kommen wir gleich noch. Wir können dafür sorgen, dass wir mehr Nahrung speichern können. Ja, es gibt Kornspeicher, denn es gibt ab jetzt Nahrung und diese Nahrung wird nicht einfach so 1:1 verbraucht, dass wir schneller wachsen, sondern wir brauchen diese Nahrung tatsächlich, um vielleicht schlechte Zeiten, vielleicht Belagerungen oder sowas in der Art und Weise. Lasst es uns gemeinsam mal rausfinden, für was wir das alles genau brauchen, aber wir brauchen Nahrung, wir sollten Nahrung auf Lager haben für schlechte Zeiten. Welche Arten von schlechten Zeiten finden wir gemeinsam raus? Wichtig zu wissen für uns ist, wie sich das Ganze zusammensetzt. Ihr seht hier verschiedene Arten von Böden, Ackerland und so weiter und so fort geben einen Bonus auf Nahrungsproduktion. Es gibt einen Bonus prozentual, wenn wir Getreide vor Ort haben, also wenn der Boden gut ist für Getreide, wenn wir Gemüse, wenn wir ein gutes Klima haben und so weiter und so fort. Und wir sehen auch, dass die Anzahl der Bürger in einem Faktor von einem Zehntel, also 10 Bürger machen sozusagen eine Nahrung wieder wett oder weg, quasi hier letzten Endes. Entschuldigung, das stimmt gar nicht. Das sind 17 Bürger und die Bürger. Okay, also ihr seht auf jeden Fall, es gibt ein interessantes Verhältnis von Bürgern, freien Männern und Sklaven. Bei den Sklaven ist es eindeutig 1:10. Bei den freien Männern ist es eindeutig 1/5 und bei den Bürgern ist es nicht ganz so eindeutig. Die Bürger haben ein ganz, ganz komisches Verhältnis, wie die auf jeden Fall an Nahrung kommen. Vielleicht ist es 1:3, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr seht, die verbrauchen es und das heißt, wir kommen einfach irgendwann mal einfach auch nahrungstechnisch an die Grenze der maximalen Wachstumsgeschwindigkeit. Ansonsten verhungern nämlich die Leute und sie werden wieder weniger, statt zu wachsen. Macht ja auch Sinn. Das heißt, wir müssen einfach auch gucken ab jetzt, dass wir immer genügend Nahrung produzieren. Es geht also jetzt auch nicht immer nur darum, einem anderen Nachbarino einfach ein Land wegzunehmen und möglichst viele Pops zu bekommen. Die müssen wir auch ernähren. Wir müssen in Zukunft auch dafür sorgen, dass diese Pops auch, wie gesagt, irgendwie Nahrung produzieren. Das heißt, vielleicht klauen wir einfach mal auch mal ein Stück Ackerland oder sowas in der Art und Weise. Oder ein Weingut oder vielleicht auch hier so ein Ort, wo man hier noch Fisch produzieren kann. Und wie ihr seht, Fisch bringt ebenfalls nochmal einen Bonus mit. So, aber das ist noch lange nicht alles. Wir können darüber hinaus auch noch hier, wie ihr seht jetzt hier, die sogenannte Bibliothek bauen. Die sorgt dafür, dass ein Bürger oder die Bürger zufriedener sind. Und es gibt den sogenannten lokalen idealen Anteil. Und das ist eine total abgefahrene Nummer. Dazu kommen wir gleich noch. Das ist sehr, sehr komplex, aber eigentlich relativ leicht zu verstehen, wenn man es mal verstanden hat. Natürlich ist das hier sehr, sehr gut mit Bürgern in Kombination mit der Akademie. Warum? Ganz einfach. Bürger machen ja mehr Forschung. Wenn wir eine Bibliothek machen, sind die Bürger erstens zufriedener. Wir können mehr Bürger durch den erhöhten idealen Anteil haben, ne? Und durch die Erhöhung der Forschungspunkte prozentual sorgen wir dafür, dass jeder Bürger, den wir dann auch noch hier mehr haben, sogar nochmal extra mehr forscht. Und die ganzen steigen dann eventuell auch noch auf. Also das heißt, es ist eine tolle Kombination, einfach diese beiden Gebäude hier miteinander zu kombinieren. Dasselbe gilt auch jetzt hier wiederum für dieses Forum. Das Forum macht im Grunde genau das gleiche wie hier die Bibliothek, nur eben für die freien Männer. Und das hier wiederum ist am besten zu kombinieren mit dem Trainingslager, damit wir noch mehr Rekrutenreserve hinbekommen. Denn wie wir alle wissen, die Jungs machen hauptsächlich Rekrutenreserve und sonst eigentlich nicht viel.
So, dann gibt es hier noch die Mühle. Die Mühle ist für Sklaven wichtig. Ihr seht, die ist wichtig, dass wir mehr Sklaven produzieren, dass sie zufriedener sind und dass auch hier ein höherer idealer Anteil am Start ist. Wenn ihr also eine reine Steuerprovinz machen wollt, wo saumäßig viel Geld produziert wird, dann solltet ihr die Mühle zusammen mit dem Steueramt kombinieren, logischerweise. Und dann gibt es noch den Tempel, sorgt dafür, dass die Leute zufriedener mit der Staatsreligion sind und dass die Leute schneller zu eurer Religion konvertiert werden. Dasselbe macht das Theater, nur für eure Kultur. Zum Schluss könnt ihr doch noch mit dem Aquädukt hier mehr Bevölkerungskapazität aufbauen, falls euch irgendwie das mit der Nahrung und bla 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 einfach nicht ausreicht. Ihr wollt einfach mehr Leute haben, baut ein Aquädukt rein. Hier unten habt ihr dann noch die Möglichkeit, eine Stadt quasi ihren Stadtstatus zu entziehen. Das ist nicht so gut. Ihr seht, ihr bekommt dann hier Tyrannei, Unruhen und Migrationsanziehung negativ. Also das heißt, die Leute wandern ab in andere Gebiete und das Ding wird dann zu einer Siedlung. Ihr könnt allerdings auch eine Siedlung aufbauen zu einer Stadt. Das kostet Geld und politischen Einfluss, wie ihr sehen könnt. Und dann ist das Ganze hier für 2 Jahre lang im Grunde untätig. Es gibt also keine Bevölkerungsproduktion, weil die Leute in der Zeit eine Stadt bauen. Und dasselbe könnt ihr dann auch mit einer Stadt machen. Die wird dann zu einer Metropole, kostet noch mehr Geld, noch mehr politischen Einfluss und hat die Grundvoraussetzung, mindestens 80 Pops da drin zu haben. Und dann machen die im Grunde genau dasselbe, nur sie machen eine Metropole draus, die dann wahrscheinlich eigene Boni mit sich bringt. Wahrscheinlich mehr Nahrung verbraucht, dafür wiederum mehr Steuern, keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall, wenn ihr wollt, zusammen herausfinden. Ja, und neben diesen Stadtgebäuden gibt es allerdings auch Siedlungsgebäude. Siedlungsgebäude sind komplett anders. Ihr habt hier zwar auch die Festung, das ist das Einzige, was jetzt hier miteinander gemein ist. Aber dann habt ihr jetzt hier zum Beispiel diese Baracken. Baracken sorgen dafür, dass hier in diesen eher dünn besiedelten Gebieten mehr Bevölkerungskapazität erreicht werden kann. Ihr seht hier, Siedlung sorgt dafür, dass weniger Leute hier drin sein können. Währenddessen eine Stadt hier einen Bonus von plus 10 mit sich bringt und nicht diesen Malus von minus 2. Das Ganze wird dann nach wie vor mit Prozenten miteinander wie Klima, Küstenhafen, bla 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 miteinander multipliziert und dementsprechend ja, habt ihr dann diese Grenze an Bevölkerung, die dann hier quasi Platz findet, ohne dass es für euch Nachteile hat. Ja, das könnt ihr dann noch boosten, wie ihr seht hier, durch die Baracken. Ihr könnt eure Rekrutenreserve hier durch diese Baracken erhöhen. Ihr könnt dafür sorgen, dass die Leute, die freien Männer hier zufriedener sind und dass es auch mehr freie Männer hier im idealen Verhältnis geben kann. Ihr könnt ein Landgut erstellen, das ebenfalls die Bevölkerungskapazität erhöht. Das produziert mehr Nahrung und produziert mehr Sklaven. Im Übrigen gibt es noch ein ähnliches Gebäude, das ist die sogenannte Bauernsiedlung. Die macht auch Bevölkerungskapazität und mehr Nahrung, aber die wiederum senkt die nötige Anzahl an Sklaven, die ihr für einen Überschuss eurer einzigartigen Ressource hier benötigt. In dem Fall Eisen. Normalerweise, wie ihr seht, braucht ihr 15, um ein zusätzliches Eisen zu produzieren, um einen Überschuss zu produzieren. Das wären dann mit diesem Gebäude nur noch 10 Sklaven. Und es gibt die Mine. Die sorgt auch nochmal für Bevölkerungskapazitätserhöhung, aber auch sie senkt wiederum die nötige Anzahl an Sklaven für einen Überschuss. Das heißt, wenn ihr beide Dinge baut, macht ihr minus 10. Das heißt, ihr braucht bloß noch 5 Sklaven für einen Überschuss. Ist eine tolle Sache, wie ich persönlich finde. Was ich nicht weiß, ist, wie viele von diesen Dingen man bauen kann, ob man das eventuell dann auf 0 oder auf 1 senken kann. Wäre auf jeden Fall ziemlicher Quatsch. Vielleicht sind beide hier auf ein Gebäude hier begrenzt. Aber ihr seht, ihr könnt in einer Siedlung ohnehin nicht so viele Gebäude bauen, denn Siedlungen sind nicht so gut darin, Gebäude zu haben. Ihr könnt nur mehr Gebäude hier bauen, indem ihr hier eventuell noch die Infrastrukturausgaben verbessert. Dann könntet ihr wahrscheinlich mehr Bauplätze haben. Aber ihr seht, das sind nur Stadtbauplätze. Kann also gut sein, dass es für eine Siedlung gar nicht gilt. Es kann also gut sein, dass ihr hier wirklich nur ein einziges Gebäude haben könnt, so wie es hier dran steht. Das heißt, es ist für euch eine taktische Entscheidung herauszufinden, welches Gebäude ich jetzt hier gerade eben dringend brauche. Vor allem, weil die Dinger nicht mal so billig sind. Die sind schweineteuer, wie ihr seht. Dann gibt es hier noch die sogenannte Stammessiedlung. Auch die sorgt für mehr Bevölkerungskapazität. Ihr habt mehr Stammesmitglieder, lokale Produktion. Also es werden eher Stammesmitglieder gebildet. Und sie sind auch zufriedener. Und es gibt dann noch die Provinzverwaltung. Die sorgt dafür, dass Bewohner eher migrieren. Zwar deutlich besser. Höchstwahrscheinlich migrieren sie, also je nachdem, wie die Faktoren halt einfach sind, schneller weg oder hin. Und die Leute werden eher zu eurer Kultur hin assimiliert. Und hier unten natürlich auch das Ganze hier mit dem Auf- und Abbauen der Stadt zu einer Siedlung und umgekehrt. So, das waren jetzt erstmal diese Sachen. Wir reden jetzt hier schon seit 24 Minuten. Es ist der absolute Hammer, was man hier alles erzählen kann. Und ich rede im Dauerfluss. Jetzt können wir uns noch die Bewohner angucken. Ich habe schon mal was gesagt von wegen idealer Bevölkerungsverteilung. Warte mal, das ist hier gerade eben nicht das beste Beispiel. Nehmen wir das hier. Nehmen wir hier unsere Hauptstadt.
Da sind nämlich ein paar Leute drin. Wie ihr seht, findet hier Assimilation statt. Wir haben hier nicht nur peloponnesische Leute, sondern wir haben auch hebräische Pops. Und dieser hebräische Pop hier, dieser hebräische freie Mann, wird zu einem peloponnesischen Mann in ungefähr 12 Jahren. Das Ganze können wir hier modifizieren durch entsprechende Faktoren. Am meisten können wir es momentan, wie ich es gefunden habe, hier durch die kulturelle Assimilation ändern. Wenn ich nämlich jetzt hier diese kulturelle Assimilation starte als Provinz, wie heißt das Ding hier nochmal, Provinzstrategie, sind es plötzlich nur noch 3 Jahre, wie ihr seht. Ne? Also dieser Faktor von plus 3, wie ihr seht, ist ein relativ geringer Faktor, muss ich ganz ehrlich sagen, sorgt dafür, dass das Ganze deutlich schneller geht. Also das heißt, wir haben dadurch die Möglichkeit, jetzt hier über die Zeit, das geht jetzt nicht mehr über das einfache Kaufen. Wir können hier nichts mehr kaufen, außer Gebäuden und Einheiten, wie ihr seht. Wir können nicht sagen, und du bist jetzt ein Spartaner, ein Peloponneser. Das machen die Leute nicht. Du kannst ja nicht einfach hingehen und dann einfach, keine Ahnung, Redekunst verwenden. Die gibt es nicht mehr. Das läuft jetzt alles ganz, ganz langsam und gemächlich über die Zeit. Und man muss sich deutlich mehr strategisch Gedanken machen, kann ich überhaupt diese Leute hier in einer entsprechenden Geschwindigkeit assimilieren, ohne dass sie mir dann quasi rebellieren. Das sind alles wichtige Faktoren. Dafür muss man ein Gefühl entwickeln, deswegen spiele ich auch nur auf normal. Dieses Gefühl müssen wir erst noch entwickeln. Dasselbe gilt auch für die Konvertierung, also die Religionskonvertierung, wie ihr seht. Da werden verschiedene Bürger, in dem Fall jetzt hier ein jüdischer, hebräischer Bürger zum hellenischen Glauben konvertiert. Dauert in dem Fall jetzt hier 11 Jahre. Hängt auch von verschiedenen Faktoren ab, wie ihr seht. Also hier quasi, es gibt anscheinend einen Fixwert von 0,8. Dann kommt hier noch, wie ihr seht, hier die kulturelle Assimilation drauf. Dann gibt es hier noch einen Bonus für das Hauptterritorium. Es würde wahrscheinlich einen Malus für Tyrannei geben. Und ihr seht, weil es eine nicht-hellenische Religion ist, dem der Typ auch noch angehört, also der ist uns völlig fremd, dauert es einfach nochmal ein bisschen länger. Also der ist nicht so schnell davon zu überzeugen. Und hier haben wir genau das Gleiche. Die Konvertierungsgeschwindigkeit der Religion wird ebenfalls auch vom Hauptterritorium beeinflusst. Es wird aber auch davon beeinflusst, dass der Typ nicht mal unsere Kultur hat. Also der ist ein völlig Reichschmeckter, wie man auf Schwäbisch sagen würde. Das dauert eine ganze Weile, bis er einfach rafft, was wir von ihm wollen. Dann können wir uns auch noch die Klassen angucken. Wir sehen jetzt hier, dass die Verteilung von freien Männern, 40%, 34% Bürger und 26% Sklaven in diesem Gebiet. Momentan haben wir eine Situation, dass ein Sklave zu einem freien Mann aufgestuft wird. Das wird ungefähr weniger als ein Jahr dauern. Gleichzeitig wiederum wird hier ein Bürger zu einem freien Mann herabgestuft, wie ihr sehen könnt. Warum ist das so? Das liegt hier an dieser sogenannten idealen Verteilung, die wir ja auch mit Gebäuden manipulieren können. Wir haben hier momentan eine sehr, sehr komische Rechnung. Ihr seht es ja, wir haben hier 37 von 114. Ist ein erwünschtes Verhältnis von 32%. Momentan haben wir 34% Bürger. Das heißt, wir haben mehr Bürger als erwünscht ist. Deswegen wird auch ein Bürger abgestuft. Ne? Logischerweise, was wir hier sehen können. Aber wo kommen diese 37 von 114 her? Naja, die 37 können wir leicht nachvollziehen. Das ist Stadt plus 35% plus Hauptterritorium 2% macht diese 37. Das sind diese 37. Wo kommen aber die 114 her? Ganz einfach, wir müssen jetzt diese 37 hier nehmen, mit den Werten für die freien Männer hier addieren, also nochmal 47 da oben drauf und dann noch hier die Verteilung für die Sklaven von 30 oben drauf. All das zusammen ergibt diese 114 und das macht dann wiederum diese prozentuale Verteilung. Also das heißt, dass diese 37 von 114 32% sind. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel zu diesen Bürgern gucken, stellen wir fest, dass wir ein erwünschtes Verhältnis von Bürgern von 41% haben. Das sich wiederum aus diesen unten dargestellten Faktoren letztendlich ergibt. Ihr seht auch zum Beispiel, dass unsere stratokratische Monarchie hier ebenfalls einen Einfluss nimmt. Wir wollen also eher freie Männer, weil wir mehr Soldaten wollen. Und daher wir momentan nur 40% freie Männer haben, aber 41% wollen, ist logisch, dass sie geupgradet werden. Das heißt also, sowohl bei den Sklaven als auch bei den Bürgern findet jetzt hier gerade eben unabhängig voneinander eine Veränderung statt. Ein Sklave wird frei, ein Bürger wird ebenfalls frei, also wird sozusagen auch von seiner Bildung befreit, wenn ihr so wollt. Und das pendelt sich halt ein, also das wird nie enden, das wird die ganze Zeit hin und her schwingen, wie so ein Pendel.
Dagegen kann man wahrscheinlich auch relativ wenig machen, außer dass man die Stellschrauben einfach nochmal ein bisschen anders einstellt. Bei den Sklaven haben wir genau das Verhältnis, was wir haben wollen. Trotzdem wird ein Sklave upgegradet, weil, naja, wir haben zu wenig freie Männer. Und es gibt für Sklaven eigentlich nur einen einzigen Weg, den Weg nach oben. Das ist genau der Punkt. Warum wir hier keine Stammesmitglieder drin haben? Ganz einfach, wir haben keine Stammesmitglieder und wir haben keine einzige, also in dieser Stadt kein Gebäude, das Stammesmitglieder betreffen kann. In Städten sind Stammesmitglieder nicht glücklich. Es gibt kein Gebäude, was sie betrifft. Stammesmitglieder wohnen eher auf dem Land. Wobei man dazu sagen muss, dass die Darstellung hier eher mau ist, hier in diesem Gebiet hier zum Beispiel. Wir haben halt aber auch keine Stammesmitglieder, wie ihr seht. Also wir haben jetzt hier momentan insgesamt 5 Leute. Wir können auch das jetzt wiederum nachvollziehen. Wir haben hier 0 von 5. Wir haben überhaupt kein Gebäude, das irgendwie den Leuten auf dem Land sagt, hey, du musst jetzt das oder jenes sein. Deswegen passiert da auch nichts. Es findet allerdings trotzdem eine Abstufung statt. Und das liegt daran, dass wir dann tatsächlich... Nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich gucke mir das gerade mal an. Nö, wir haben eigentlich nur ein erwünschtes Verhältnis... Ah doch, wir haben ein erwünschtes Verhältnis von 100% Sklaven, wie wir hier sehen können. Wir haben momentan 16% Sklaven. Durch die aktuellen Gebäude, die nicht da sind. Also das grundlegende Verhältnis ist einfach nur, wir wollen eigentlich hier 100% Sklaven haben. Ne, Entschuldigung, wir sollten 100% Sklaven haben. Dann weiß ich allerdings nicht, warum es hier quasi ein freier Mann zu einem, ein Bürger zu einem freien Mann. Also das kann ich gerade eben hier nicht nachvollziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier so funktioniert, wie es soll. Könnte doch ein Bug sein. Es ist auf jeden Fall seltsam. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal sagen, na, wir haben nicht so viele Stellschrauben, die wir einstellen können, wie ihr seht. Denn hier gibt es keine Gebäude, die irgendwie sagen, hey, du musst, also wir wollen jetzt hier, doch hier, da haben wir das, wir können, da können wir was machen. Also wir könnten dafür sorgen, dass sie eher freie Männer werden. Warum auch immer jetzt hier dann tatsächlich doch schon ein freier Mann produziert wird, leuchtet mir nicht wirklich ein. Bürger wird abgestuft, plus 4, Gesamtbevölkerung plus 15%, das ist einfach nur die Geschwindigkeit. Aber es wird nicht erklärt, dass das hier unten ist eigentlich die Erklärung, warum etwas passiert. Vielleicht müssen erst Bürger zu freien Männern abgestuft werden, damit die freien Männer dann irgendwie, keine Ahnung, zu Sklaven werden können. Aber eigentlich sollten die Sklaven, wie ihr seht, hier eher reduziert werden. Sie können aber nicht reduziert werden, denn null dürfen sie auch nicht sein. Es ist verwirrend. Vielleicht kriegen wir es raus, wenn wir irgendwann mal eine größere Provinz haben. Ja, und das ist eigentlich jetzt hier schon mal quasi der Anfang. Das ist jetzt, wie Imperator Rom ab jetzt funktionieren wird. In der nächsten Folge werden wir auch endlich anfangen zu spielen, meine lieben Freunde. War sehr, sehr viel Palaver, ich weiß. Aber all das muss man auch erstmal erfassen. Und ihr seht, das ist auch gar nicht so ohne weiteres einfach. Also wer das jetzt hier beim ersten Mal, ohne es selber schon mal angespielt zu haben, begriffen hat, Hut ab. Ich hätt's nicht. In dem Sinne, liebe Leute, wenn ihr wollt, seid morgen dabei, wenn wir dann richtig anfangen zu spielen hier mit Sparta. In dem Sinne, bis dann. Tschüss und ade.